Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Marktblitzes im Monat Oktober. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der Blick auf die Entwicklung am Gasmarkt zeigt uns, dass mit den naheliegenden Terminnotierungen in den letzten Wochen und der stärkeren Schwankungen abwärts ging. Frontmonat, Frontjahr notieren im Moment so knapp über 160 Euro. Spotmarkt liegt sogar im Moment deutlich unter 100-Euro-Marke. Das aktuelle fundamentale Umfeld deutet im Moment auch darauf hin, dass wir weitere Preisrückgänge in den nächsten Wochen sehen können. Wenn wir mal betrachten hier, die Gasspeicherstände in Deutschland, in der EU, bewegen sich im Moment doch auf sehr hohem Niveau. Das bedeutet dann auch, dass die Nachfrage zur Auffüllung der Gasspeicher in den nächsten Wochen nachlassen dürfte. Darüber hinaus auch die Temperaturen, die Wetterlage in den nächsten 1 bis 2 Wochen eher mild, und auch generell sehen wir, dass die Nachfrage in Deutschland, in den Nachbarländern rückläufig ist. Also das sind alles Punkte, die hier zu einer Entspannung sorgen bei den Preisen. Auf der Angebotsseite weiterhin stabile Gasflüsse aus Russland, zwar auf niedrigem Niveau. Darüber hinaus auch hohe LNG-Importe nach Europa, also insgesamt ein Umfeld, was durchaus erlaubt, dass es mit den Notierungen nochmal etwas nach unten gehen kann. Aber nichtsdestotrotz, es bestehen auch weiterhin Risiken im Markt. Wir müssen schauen, wie dann die weitere Entwicklung bei den Temperaturprognosen ausfällt in der zweiten Monatshälfte Richtung November, Dezember und Januar. Und einen kritischen Punkt, den wir auch sehen, ist die Frage halt, ob ein Preisdeckel auf die russischen Importe verhängt wird. Sollte dies eintreten, hatte der russische Präsident schon vor einigen Wochen darauf hingewiesen, dass man dann mit Gegenreaktionen hier in Europa rechnen muss. Das kann also bedeuten, dass die russischen Energielieferungen nach Europa eingestellt oder vielleicht auch deutlich reduziert werden. Und das könnte natürlich die Preise dann nochmal etwas stärker nach oben bewegen. Aber wenn von der Seite keine Reaktion kommt, wie gesagt, sehen wir durchaus ein bisschen Potenzial noch für niedrigere Preise. Aber die Schwankungen, die werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen sehen. Ähnlich auch die Entwicklung am Strommarkt. Wir sehen, dass die naheliegenden Terminkontrakte an Wert verloren haben, werden vor allen Dingen halt auch vom Gasmarkt beeinflusst. Beim Frontmonat sicherlich jetzt auch zuletzt kam noch Einfluss vom Spotmarkt. Hier haben wir jetzt, sehen wir jetzt aktuell Notierungen auch um die 100 Euro. Da lagen wir noch vor einem Monat mal an der Spitze um die 700. Also da macht sich auch die Entwicklung am Gasmarkt bemerkbar, aber daneben halt auch eine höhere Einspeisung der erneuerbaren Energieträger, vor allen Dingen beim Wind. Wir sehen hier die Monatswerte abgebildet und anhand der Grafik ist erkennbar, dass gerade im 4. und auch im 1. Quartal in der Regel deutlich mehr Strom auf Basis von Wind in die Netze eingespeist wird. Zwar sieht man schon, dass sich das von Jahr zu Jahr in den einzelnen Monaten etwas unterschiedlich entwickelt, aber insgesamt die Tendenz steigen. Das könnte durchaus zur Folge haben, dass man auch, je nachdem wie die Wetterlage ist, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten hier eine gewisse Entlastung am Spotmarkt sehen könnten, was sich dann auch auf die naheliegenden Terminnotierungen auswirken könnte. Deshalb sehen wir also jetzt hier insgesamt auch wie beim Gas, dass die Notierungen noch etwas nachgeben könnten in den nächsten Wochen. Vielleicht noch kurz 2, 3 Worte zu den hinteren Kalenderjahrprodukten, die hier seitwärts verlaufen, ähnlich auch beim Gas. Am Markt wird immer wieder so ein bisschen die Befürchtung geäußert, dass vielleicht in dem nächsten Winter, also in 23, 24, die Situation durchaus angespannter sein könnte, als wir das jetzt in den nächsten Monaten erleben. Es wird halt immer wieder auf die Gefahr hingewiesen, dass möglicherweise die russischen Gasflüsse weiter reduziert oder sogar vollständig eingestellt würden. Das heißt, die Versorgungslage könnte gegebenenfalls dann angespannter sein. Darüber hinaus sehen wir auch, dass die Jahre mit deutlichen Abschlägen gehandelt werden. Deshalb also so die Seitwärtsentwicklung in den letzten Wochen. Und wir gehen jetzt einmal davon aus, dass sich da also auch nichts jetzt zunächst einmal ändern wird. Ja, das war es dann schon in aller Kürze von unserem Marktblitz in diesem Monat. Ich freue mich, wenn Sie dann im November wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.